Benzema, das Trio mit der Geschwindigkeit. Tristan Cake nimmt den Abschluss und trifft zum 1:0 für Kassel. Tristan Cake mit dem wichtigen Führungstreffer für die Huskies. Ähnlich wie in Spiel 3 zieht er dazu mit in die gefährliche Zone. Piesinger hat auch null Sicht, weil Alroth und Laxon da noch mit drüber gehen und dann spekuliert er nur auf die lange Ecke, aber kommt dann die entscheidende Zehntelsekunde zu spät. Passt natürlich auch ganz genau. Preußen, den sieht man anders, der Verantwortung übernehmen will. Olsen mit dem Direktschuss und das Tor für die 2:1 im Rebound. Rylan Schwartz, der Torschütze, zum 2:1, der goldrichtig steht. Vor dem Tor da mit dem erneuten Screen. Gute Arbeit, die er da verrichtet. Und dann aus der Drehung blitzschnell handelt und die Scheibe zum 2:1 Führungstreffer in die Maschen jagt. 10 Sekunden trennen die Kassel Huskies vor der Finalteilnahme der DEL2. Letzte Chance jetzt hier, knapp am Tor vorbei. Und die Huskies im Finale. 2:1 Sieg gegen die Joker aus Kaufbeuren. Und es ist ein kollektives Durchschnaufen und Massenknuddeln in der Nordhessen Arena. Ja, jetzt sind wir da, wo wir sein wollen, aber wir sind noch nicht am Ende. Also feuert uns weiter an, unterstützt uns. Wie immer, wir für euch, ihr für uns. Schön.